Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch die Pinkbox bei dem Monat Mai. Die ist heute bei mir angekommen. Die Box kostet im Monat 17,45 €, aber zurzeit gibt es da so einen Rabatt. 25% meine ich, kosten die Boxen jetzt weniger und jetzt kostet die Box zurzeit 13,09 €. Also die kommt ja immer in dieses, ja fast immer in dieses Design. Manchmal habt ihr von außer Verpackung Box eine andere, aber diesmal haben wir wieder diese standardmäßige Außenverpackung. Und da sehe ich schon das Thema von der Box. Das ist die Life is a Festival. Hey Sweetheart, Life is a Festival. Lass uns gemeinsam die Festivalsaison einläuten, das Leben in vollen Zügen genießen und unvergessliche Erinnerungen schaffen. Unsere neue Pinkbox beinhaltet eine große Portion Good Vibes und stattet dich mit Produkten aus, die du für einen perfekten Festival-Look brauchst. Du besuchst dieses Jahr kein Festival? Dann feier dein eigenes mit unserer Pinkbox. Eine Edition, die sommerliche Vibes in dein Alltag bringt und gute Laune versprüht. Es wird bunt, es wird auffällig, es macht gute Laune. It's the festival time of the year. Let's celebrate. Ja, und hier könnt ihr halt den QR-Code scannen und dann können wir da reinschauen, welche Produkte diesmal in der Box beinhalten. Also so sieht die Box aus. Die ist prall gefüllt. Und da sehe ich schon das erste Produkt, was direkt hier aufgelistet ist in dem Magazin, nämlich von Ofra. Also wer Ofra kennt, ist es wirklich eine etwas teurere Marke, was wir hier drin haben. Ich weiß nicht, ob es für jeden was sein wird, ist der Highlighter von Ofra. Das ist dieser hier. Das ist der Woodward Wife, also der bekannteste Highlighter, den es von Ofra zu kaufen gibt. Also der sieht so aus, also das ist so ein Champagner goldfarbiger Highlighter Ton. So, und jetzt schauen wir mal, was hier drin steht in dem Magazin zu dem Produkt. Mit dem Highlighter Rodeo Drive von Ofra zauberst du dir einen atemberaubenden Glanz auf die Haut. Dank Liquid to Baked Technologie ist die luxuriöse Formulierung besonders lange haltbar und begeistert mit Pearl Pigmenten, die das Licht reflektieren. Egal ob auf dem Dekolleté im Gesicht oder auch auf den Augenlider. Also das heißt, ihr könnt es quasi auch als Lidschatten verwenden. Das heißt, ihr bräuchtet es nicht unbedingt auf den Wangen auftragen oder so. Das heißt, ihr könnt es auch wirklich als sehr schibbrigen Lidschatten verwenden. Was steht hier noch? Also 7 Gramm sind in diesem Produkt enthalten und das Produkt kostet 32 €. Also hier habt ihr schon fast den doppelten Wert der Box schon mit diesem einen Produkt schon raus. Dann, was wir haben, ist bei Avon eine Aneve Renivelle Power Eye Cream. Also wir haben hier eine Augencreme. Also die sieht so aus und ihr habt hier 15 ml drin. Und was steht hier in dem Magazin? Für einen wachen Blick, die Aneve Renivelle, wenn ich das richtig ausspreche, Power Augencreme reduziert 7 Anzeichen der Hautalterung. Retinol fördert die Produktion von 2/8 voll Kollagen. Dadurch werden Mimik, Fältchen, Schwellungen und Augenringe reduziert und die zarte Haut um die Augen mit Feuchtigkeit versorgt für eine frische, strahlende Augenpartie.
Diese 15 Milliliter kosten 19,99 €. Also fast 20 Euro für diese Augencreme. Okay, jetzt kommen wir zu einem Produkt, was ich jetzt nicht so interessant finde für mich, weil ich das sowas nicht verwenden würde. Ist von Gatobi Color Mask. Ich glaube, viele haben das schon ein bisschen so gesehen. Das ist halt dieses Produkt hier. Hier habt ihr drin, steht die, hier habt ihr 150 Milliliter und das ist in der Farbton Pink. Was haben wir hier dazu stehen? Color Mask, 5 Minuten Farbboost Pink. Also wie gesagt, von Gatobi, bringt Farbe ins Spiel. Die Gatobi Color Mask ist eine temporäre Haarfarbe, die dem Haar in nur 5 Minuten einen Farbbooster und so die intensive Pflege schenkt. Das Beste daran, das Produkt hat insgesamt 3 Effekte. Eine temporäre Farbveränderung, zweitens Farbauffrischer, drittens intensive Pflege. Perfekt für deine Pink Box Festival Look. Dieses Produkt kostet 7,99 € für die 150 Milliliter. Okay, also ich bin jetzt nicht so der Fan von solchen Produkten. Dann kommen wir zu dem nächsten Produkt, ist von Selfie Project. Das ist eine reinigende Peel-Off-Maske, Shine Like a Dancing Queen. Von der Marke hatten wir auch schon mal in einer anderen Box drin gehabt. Das ist halt so eine Peel-Off-Maske. Galaxy Mask ist eine Linie atemberaubender Maske, dank welcher du glänzen wirst. Die galaktischen Peel-Off-Masken bieten nicht nur außergewöhnliche Aussehen, sondern pflegen auch effektiv. Sie sind reich an aktive botanische Inhaltsstoffe, die das Aussehen der Haut nach der ersten Anwendung verbessert. Also muss sagen, dadurch, dass es hier ja schon wirklich sehr glitzert, also da auch dieses, ja wie gesagt, so dieses Plättchen, diese Glitzerplättchen hier drin ist, es ist jetzt nicht so ein Produkt, was ich unbedingt in mein Gesicht reinklatschen müsste. Also, ja gut, dadurch, dass es ja eine reinigende Peel-Off-Maske ist, könnte ich mir trotzdem vorstellen, das mal auszuprobieren. Ja, wie viel kostet das Produkt? Das schaue ich jetzt eben nach. Also, die kostet hier, ihr habt hier 12 Milliliter drin und die kostet so 1,69 €. Gut, dann kommen wir zu dem nächsten Produkt. Das ist jetzt eher ein Accessoire von Six. Das ist so eine Multicolor L. Das ist so eine Sonnenbrille, so eine Brille, wenn ich das jetzt richtig habe. Genau, Six ovale Sonnenbrille in transparenter Optik. Ein Accessoire, das seinesgleichen sucht. Die Sonnenbrille im 20 Style ist ein Must-Have für dein Festival. Besuch. Also das ist diese hier. Ja gut, ob für mich ist es nix. Ja, aber trotzdem für die, die solche Sonnenbrille gerne mögen, ist es wirklich dann so ein Accessoire, dann wirklich was für euch. Und dieses Accessoire kostet 9,99 €. Dann kommen wir zu dem letzten Produkt aus der Box. Das ist jetzt etwas zum Trinken. Mexican Style Paloma Limonade Pink Grapefruit. Das ist halt dieses Produkt hier. Also hier haben wir jetzt sogar was zu trinken. Das ist manchmal in der Pink Box wirklich so, dass ihr da auch Getränke mit drin habt. Also manchmal, wir hatten das vor einer Weile, weiß jetzt nicht in welcher Box es gewesen ist, hatten wir auch schon ein Getränk drin gehabt. Jetzt haben wir wieder so ein Getränk hier drin. Das ist, was steht hier in dem Heft? Fruchtig, frech, spritzig und authentisch. Paloma Limonade lässt durch dich Mexiko schmecken und erleben. Egal ob pur oder als Filler für diverse Spirituosen. Die Mischung aus Pink Grapefruchtsaft, ein spritziger Limettensaft, Bio Agavendicksaft und eine Prise Meersalz verleiht jedem Moment
erfrischende Lebensfreude. Genieße Paloma gut gekühlt mit Freunden und lass dich geschmacklich an die Strände um Bars. So, wo war ich jetzt? Erfrischende Lebensfreude. Genieße Paloma gut gekühlt mit Freunden und lass dich geschmacklich an die Strände um Bars. Mexiko entführen. Hier habt ihr drin 250 Meter und es kostet 1,19 Euro. Und wie ich das hier jetzt im Heft das gesehen habe, ist es ein Produkt, was ihr dazu bekommt. Also es ist eher ein Goodie. Weil wir haben hier... Ja, genau. Weil normalerweise haben wir in der Pinkbox immer so 5 Produkte und das 6. wenn es drin ist, ist immer meistens so ein Goodie, was dazu ihr bekommt. Also ich kann mir vorstellen, dass ihr, dass jeder es bekommen könnte. Genau. Ja, also, ja, das war jetzt der Inhalt der Pinkbox. Also, was für mich so das die Highlight Produkte gewesen sind aus der Box, wäre die Augencreme, also von bei Avon oder wie es auch heißt, an die Canivielle Power Eye Cream und der Highlighter. Auch wenn man da richtig hier glänzend tut, hier in dem Fännchen, aber trotzdem werde ich den ausprobieren. Weil ich wollte immer schon mal ein Ofra-Produkt ausprobieren, aber ich habe mir es nie ein Produkt gekauft gehabt, weil irgendwie kam ich nie dazu, irgendwie ein Produkt von der Marke zu kaufen. Und jetzt habe ich einen drin, um das auszuprobieren. Also wie gesagt, das hat jeder drin. Dieses Self-Project, die Peel-Off-Maske hat auch jeder drin. Die Gatobi Color Mask Pink hat auch jeder drin. Und halt die Sonnenbrille hat auch jeder drin. Ja, und wie gesagt, das Getränk ist eher ein Goodie. Ja, das war jetzt der Inhalt von diesem Monat, der Inhalt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr den Inhalt dieser Box findet, ob es für euch irgendwie ein Produkt dabei gewesen wäre. Also von dem Gesamtwert ist es wirklich ein guter Wert. Also wie gesagt, 32 Euro schon den Highlighter von Ofra, dann die Augencreme, die auch schon 20 Euro kostet, also die hat schon einen guten Wert und meistens lohnen sich auch die Boxen von der Pinkbox auch. Also die letzte Box, die ich von der Pinkbox bekommen habe, fand ich wirklich gut und auch sehr auch gute Full-Size-Produkte. Weil wie gesagt, in der Pinkbox ist es wirklich das Tolle, dass sowohl Drogerieprodukte manchmal sogar enthalten sind, die Full-Size sind und nicht immer diese kleinere, ja, Reisegröße, wenn ich schon sagen kann. Ja, das war der Inhalt der diesmonatige Pinkbox. Nicht, das ist richtig. Also von dem Thema her, passen die Produkte schon. Also das ist schon so abgestimmt schon gewesen für Live-Festival, wie das Motto ist. Aber wie gesagt, auf die andere so, ja, auf die anderen Produkte hätte ich aus der Box verzichten können, weil es ist nicht so meine Welt mit denen hier zum Beispiel von Gatsby, diese Color Mask, also eine Farb Maske, also das ist ja jetzt nichts so für mich. Oder eine Sonnenbrille brauche ich auch nicht. Und ja, das Getränk hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Also, weil ich trinke solche Getränke nämlich nicht. Also, das werde ich wahrscheinlich weitergeben und an jemanden geben, der halt sowas gerne trinken kann. Aber wie gesagt, die beiden Produkte hier, da sind so mein Highlight aus dieser Box. Ja, wie gesagt, schreibt mir gerne einen Kommentar unter diesem Video, wie ihr den Inhalt gefunden habt,
gefunden hattet. Boah, ich kann schon nicht mehr reden. Also heute ist irgendwie wieder ein komischer Tag, wo ich nicht reden kann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Da abonniert gerne meinen Kanal. Hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wie gesagt, hinterlasst mir gerne einen Kommentar unter diesem Video, was ihr zu dem Inhalt zu sagen habt, wie ihr den Inhalt findet und ob da auch Produkte für euch gewesen wären. Ja, wie gesagt, an sich war ja der Inhalt ganz in Ordnung. Also da möchte ich auch nicht schlecht reden. Aber wie gesagt, das ein oder andere Produkt hätte ich, wäre nicht so meins gewesen. Also da muss ich sagen, ja, manchmal ist es so, dass der Inhalt nicht so für einen nichts zusagt, wie jetzt in diesem Fall, dass da mehrere Produkte enthalten sind, die mir nicht so zusagen. Also, ich beende das Video, bevor ich noch irgendwelche irgendwie noch unnötig irgendwie Rede tue. Ja, dann wünsche ich euch jetzt noch ein schönes restliches Wochenende. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Und hoffentlich schaltet ihr zum nächsten Mal wieder ein. Bis zum nächsten Mal zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Tschüss.